Ja, und heute wollten die einen mit den anderen Schlitten fahren, vom Betzenberg runter hinauf in höhere Regionen. Das Pokalspiel ist emotional noch nicht verarbeitet. Die ansonsten gemütlichen Schwaben sind in dieser Geschichte nachtragender als sonst. Die Betze-Bube ganz in Rot, wieder mit Andi Brehme, Stuttgarts Thomas Strunz nach 6 Wochen Verletzungspause wieder fit. Und alle hatten sich ungeheuer viel vorgenommen. Das freut uns. Erster roter Wirbel, nach 1 Minute Foul an Stefan Kunz. Keine Frage. An Spezialisten mangelt es den Hausherren nicht. Da stehen sie. Martin Wagner und Eike Immel, sein 478. Einsatz, damit Torwart-Spitzenreiter zusammen mit Dieter Burdenski. Für den VfB ist es mal wieder so ein Wohin-geht-Spiel, genau wie in der vergangenen Saison hier. Thorsten Kracht, Gerry Ehrmann, mühevoll, Hektik, Kampf, Einsatz in der Anfangsphase. Ein mühevolles Gestöpsel zwischen Thorsten Kracht und Uwe Fuchs. Wickerl Kögel kommt hinzu. Aus. Einwurf Uwe Fuchs. Axel Roos, Stefan Kunz, 3 Stationen, einfach und doch so wirkungsvoll das 1:0 für Kaiserslautern nach 17 Minuten. Ja, niemand achtete auf den sich heranschleichenden Axel Roos und Thomas Berthold nicht aufmerksam genug auf den wiedererstarkten Stefan Kunz bei seinem Tor Nummer 8. Freistoß Dunga, und so schießt man Freistöße, wenn man den Gegner stark machen will. Besser kann man einen Konter nicht vorbereiten. Marco Haber, Stefan Kunz, kein Abseits, gleiche Höhe, wir haben kontrolliert. Keine Chance für Immel, der Betze Kunzeberg tobte, und mit Recht. Jeboa, Zarate, Kunz, 3 Namen, 9 Tore, Ganae, Argentinier, Felser. Und dann, nach fast eine sensationelle Zahl, 6 der 7 letzten lauterer Tore hat Stefan Kunz geschossen. Sie haben sich an ihm wie an keinem anderen gerieben nach der Meisterschaft. Er war down und nun wieder oben auf. Der sympathische Felser. Der VfB war der Laufarbeit der Hausherren nicht gewachsen. Das Zweikampfverhalten cleverer, energischer, und so sah es nach einer halben Stunde bitter aus für die Gäste. Kracht gegen Fuchs, Nutznießer Kunz und Immel, dieses Mal der Sieger, aber mit letztem großartigem Einsatz, wie die Zeitlupe gleich beweisen wird. Kunz und dann Reaktion pur. Eckball an die Brehme. Kopfball Jan Eriksson, ein Debakel kündigte sich an, das 3:0 nach 39 Minuten. Wer mit wem Schlitten fährt, ist nun endgültig geklärt. Nochmals, Eriksson stürzt herein und Buchwald und Kracht haben diesem Ansturm nichts entgegenzusetzen, Immel sowieso nicht. Und nun schauen Sie sich Billy the Kid, Lucky Luke, Jesse James alias Jan Eriksson an. In Dodge, Colorado, Betze City. Rauchende Colts. Halbzeit, bedauernswerter Christoph Daum. Schwer getroffen von diesem Mann, Stefan Kunz. Wie steht es um die Moral der Schwaben? Lassen Sie sich hier weiter runterpfeffern oder halten Sie nun richtig dagegen? 46. Minute. Sverison, Kienle, Ehrmann, ein Mini-Hoffnungsschimmer für Christoph Daum. Keine Frage, entscheidend für die Pfälzer Dominanz ihr Antritt, ihre Spritzigkeit, Mann gegen Mann, 110% gegen 90, so ist es. Sehen Sie, Michael Lusch wie Daniel Düsentrieb gegen Schmidtchen Schleicher. Foul Berthold an Kunz. Miroslav Katlitz. Marco Haber, 75. Minute. 0:0 endete es hier zwischen beiden Teams in den letzten 2 Jahren. Und 4 Jahre haben die Schwaben hier kein Tor mehr geschossen. Und die Bemühungen heute eher als dezent zu bezeichnen. Buchwald. Dunga. Ansonsten unauffällig. Noch 20 Minuten und das Aufbäumen des VfB beendet, bevor es richtig begann, und es kam noch schlimmer.
Aufgepasst, Foul von Thomas Berthold an Markus Marin, dem Eingewechselten. Gelb-Rot für Berthold, damit der zweite Platzverweis in dieser Saison für den Wiedereinsteiger. Die Zeitlupe gegen diese Entscheidung von Schiedsrichter Weber ist nichts zu sagen, nach bereits Gelb für Berthold. Er nun gesperrt und auch Sverrisson nach der fünften gelben Karte. Das hätten die Stuttgarter sich wohl nie träumen lassen, hier so vorgeführt zu werden. Die Überlegenheit aus dem Mittelfeld heraus bis in die Spitzen frappierend. Lautern, die kämpfend spielerische Truppe. Martin Wagner, Markus Marin, das technische i-Tüpfelchen auf begeisternde Tore einer geschlossenen Einheit, die da heißt 1. FC Kaiserslautern. Ein Hochgenuss dieser Seitfall-Knick-Wolle-Schuss von Markus Marin nach 74 Minuten. Versuchen wir mal, die Leistung des VfB zu entschuldigen. Gebeutelt von derartigem Verletzungspech ist es einfach schwer, eine konstante Serie hinzulegen. Es kommen wir vielleicht wieder andere Zeiten. Diese hier wurden noch schwerer. Kracht und Strunz vereinst gegen Markus Marin, das kann man so sehen. Die Zeitlupe und ein ziemlich rüder Schubser von Strunz, vielleicht aber auch außerhalb. Hier. Für Stefan Kunz die Möglichkeit zur Führung in der Torjägerliste. Und da ist sie. Gratulation, Stefan Kunz. 5:0 in der 79. Minute. Sie waren neidisch auf den früheren Captain. Er nahm sich das zu Herzen. Schnee von gestern. 10 Tore für Stefan Kunz. Überlegen und eindrucksvoll besiegt der 1. FCK den VfB Stuttgart, der nun zum x-ten Mal seit einem Jahr versuchen muss, sich wieder hochzurappeln. Er hat es hinter sich. Frank Thomas Sippel fragt nach. Darf ich Sie Jan Willi the Kid Eriksson nennen? Ja, es war, ich habe es von einer Mannschaftskameradin in der Nationalmannschaft gesehen. Und heute war ich ganz glücklich, wenn ich habe das Tor geschossen und kam es automatisch. Das heißt immer so schön, die Mannschaft hat die Seuche, aber in Stuttgart ist ja fast eine Epidemie ausgebrochen, oder? Unsere Mannschaft aber geht auf jede Runde. Hopp, Leute! Es gibt immer spielentscheidende Situationen und die spielentscheidende Situation war heute natürlich auch beim 2:0. Ich meine, mehr am Abseits stehen kann man glaube ich nicht als in der Situation. Und wenn die Schiedsrichter eben im Augenblick meinen, sie müssten, weil wir mal einen Regelverstoß offenkundig gemacht haben, jetzt permanent gegen uns pfeifen, dann hat das nichts mehr mit Fairness und sportlichen Verhalten zu tun. Wir hauen ja nicht irgendwelche Schiedsrichter in der Pfanne oder haben irgendeinen Schiedsrichter umgebracht. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal auch wieder fair behandelt werden. Dadurch aber verteilten die anderen Spieler zu viele Aufgaben auf ihn, anstatt selbst dann mal ihre Chance zu suchen. Dunga beim Freistoß. Ganz schwach, Bremen steht gut. Haber gegen Stremel, der Pass auf Kunz. Und 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern nach 28 Minuten. Abseits, ja oder nein? Alle Stuttgarter meinten Abseits. Wir beweisen das Gegenteil mit der Zeitlupe. Achtung, Haber. Jetzt kommt der Pass. Berthold kommt heraus. Stremel läuft zurück, gleicher Höhe. Und das ist kein Abseits mehr nach der neuen Regel. Korrekter Treffer für den 1. FC Kaiserslautern zum 2:0 nach 28 Minuten. Christoph Daum, der VfB-Trainer, wollte das nach dem Spiel immer noch nicht wahrhaben. Lange gezögert von Kunz gegen Immel und dann sicher eingelocht. Bremen, Dreh- und Angelpunkt beim 1. FC Kaiserslautern, überragend. Wo was los war, war er. Wo er war, war was los. Und Riesenchance für Kunz zum dritten Tor, allerdings vorausgegangen. Ein Foul von Fuchs, nicht gepfiffen. Bremen überall, auch beim Eckstoß. Eriksson und 3:0 für den 1. FC Kaiserslautern nach 39 Minuten. Das dritte Tor des Schweden in dieser Saison. Eriksson, der John Wayne der Bundesliga, Tore mit Pulverdampf.
weggesteckt hat der erste FC Kaiserslautern den VfB in der ersten Halbzeit 3:0. Nach dem Wechsel aber der VfB mit besserer Moral und einem neuen Spieler, Tomas Bradić, der sich sofort mit diesem Schuss gut einfügte. Kienle war in der ersten Halbzeit fast ein Ausfall. Dann Berthold mit Foulspiel zu langsam gegen Marin. Statt Ball trifft er die Knochen, das heißt nach Gelb in der ersten Halbzeit heutzutage Gelb-Rot, Feldverweis, sein zweiter in dieser Saison. Mit 11 gegen 10 bekam Kaiserslautern, das 20 Minuten lang das Spiel nur konzentriert, kontrolliert hatte, wieder Oberwasser. 4:0 durch Marin, ein herrlicher Treffer in der 75. Minute. Marin, der zuvor für Uwe Fuchs gekommen war. Wagner mit Flanke, waagrecht in der Luft und Eike Immel im Tor des VfB ohne Chance gegen dieses Traumtor. 4 Minuten später, klare Sache, 11 Meter, Foul von Strunz und Kracht gegen Marin. Kunz, 5:0, die Entscheidung. 5:0, ein Resultat, das Bände spricht. Weniger die Aufstellung als vielmehr die Einstellung entschied für Wille Kaiserslautern und gegen hätte gern Stuttgart, der Matchwinner. 10 Tore, Führung in der Torschützenliste. Das ist egal, Hauptsache wir haben heute gewonnen und bei mir läuft es wieder und auch bei der Mannschaft, das ist das Wichtigste. Nach einem Drittel der Saison ist der FCK dabei bei der Musik. Hoffen wir zum Schluss auch. Auf die Einstellung kommt es an, wie ich bereit bin, eben in Zweikämpfe hineinzugehen. Und da kommt es nur auf Kleinigkeiten an, aber die Kleinigkeiten haben große Wirkung, wie wir heute gesehen haben. Und da sind eben sehr, sehr viele Einzelgespräche notwendig, wo sicherlich auch nach diesem Spiel sehr harte und kritische Worte angesagt sind. Oliver Kahn. Und der dritte, das dritte K, kommt zu uns direkt aus Monaco. Man muss eigentlich gar nichts mehr zu ihm sagen. Herzlich willkommen, Jürgen Klinsmann. Hallo. Als ich hier mit dem Basketball stand, habt ihr gleich gesagt, wollen wir heute mal nicht aus der Torwand schießen, mal lieber Basketball spielen. Ja, jetzt müsst ihr mal zeigen, was du drauf hast. Komm. Bist du Basketball-Fan? Fan schon, ja. Ja? Aber, aber ein sehr schlechter Spieler. Deshalb Unterstützung jetzt. Man sieht also Multitalente, nicht nur Fußball. Beim 1. FC Kaiserslautern für den Schweizer Spielmacher Sforza. Marc Kienle beim VfB in der Spitze für Adrian Knupp. Fritz Walter ist ja noch verletzt. Und der Stuttgarter hatte auch gleich eine der ersten Tormöglichkeiten, die sich allerdings auf die ersten 20 Minuten beschränken. Etwa so lang brauchten die Pfälzer, um sich an den Gegner zu gewöhnen. Uwe Fuchs, Axel Roos und Stefan Kunz das 1:0. Der Fußballer des Jahres 91, frei von Verletzungen, hat seine alten Qualitäten wiederentdeckt. Stefan Kunz wirbelte wie in besten Zeiten. Der Brasilianer Dunga mühte sich redlich auf Stuttgarts Seite. Andi Brehme hielt das Gröbste von seiner Abwehr fern und Marco Haber. Und der Pass hätte auch von Sforza sein können. Stefan Kunz allein auf Eike Immel zu und das 2:0. Nach genau einer halben Stunde hatte Stefan Kunz in der Torschützenliste mit Yeboah und Zarate gleichgezogen. Und das Gesicht seines Gegenspielers Thomas Berthold wurde lang und länger. Noch einmal als Beleg, dass Stefan Kunz zum Zeitpunkt der Ballabgabe höchstens auf gleicher Höhe mit Berthold gestanden hatte. Kein Abseits also. Der Rest typisch Kunz.
Er schaut, er täuscht und er trifft. Und da war dann Christoph Daum das Wochenende schon versaut. Andi Brehme in bestechender Form, von seiner Wadenverletzung nichts zu spüren. Uwe Fuchs und Stefan Kunz mit der Möglichkeit zum Hattrick. Nicht zu glauben. Andi Brehme hinten und vorne als Spielmacher und als Aufräumer. Und vor allem in diesen sogenannten Standardsituationen. Lange Konzentration, viel Gefühl und noch mehr Effet. Und schließlich Jan Eriksen. 3:0, 38 Minuten gespielt. Der VfB muss sich wie im Wilden Westen vorgekommen sein. Alle achten auf Kunz und Fuchs, nur nicht auf Eriksen. Ein echter Lückenfüller. Kurz vor der Pause dann noch ein eher harmlos wirkendes Foul von Berthold an Haber, aber der Ex-Nationalspieler war vorher schon aufgefallen. Gelbe Karte mit bösen Folgen. Eine Telefonkarte mit guter Idee. Rettet den Tropenwald, eine Aktion des FCK mit dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz und dort auch zu bestellen. Bei Telefonkarten sind, muss natürlich die Frage kommen, haben Sie schon mal in Marseille angerufen bei Rudi Völler? Es heißt, Sie hätten Kontakt aufgenommen. Ist das so? Nein, das haben wir noch nicht. Das werden wir auch nicht tun. Wäre das denn einer für Sie? Bitte, der Herr Völler, natürlich. Vom Spielerischen selbstverständlich. Finanziell machbar? Ja, auch. Auch. Andi Brehme soll schon mal mit ihm geredet haben? Ja, auch das ist der Fall, mit Sicherheit, ja. Also da tut sich was, ja? Nein, das möchte ich so nicht jetzt als Erwartungshaltung unseren Anhängern übermitteln, sondern es gab Kontakte oder gibt Kontakte, wäre mit Sicherheit ein guter Mann, aber ist im Moment kein Thema. Themenwechsel. Tausch bei Stuttgart in der zweiten Halbzeit. Thomas Predaric kam für Marc Kienle, brachte Schwung, nur keinen zählbaren Erfolg. Der Sturm, die größte Sorge der Schwaben. Auch der FCK brachte für Uwe Fuchs, der mit zwei Spritzen ins Spiel gegangen war, Markus Marin. Und der machte gleich Bekanntschaft mit Thomas Berthold. Sie ahnen schon, gelb-rot, aus für den Stuttgarter Schiedsrichter Weber. Reagierte immer angemessen und souverän. Nach 75 Minuten entwischte Martin Wagner seinen Bewachern. Schaute einmal und auch ein zweites und fand Markus Marin. 4:0, der schönste Treffer des Tages. Aber der VfB, das sei doch angemerkt, auch ohne 6 Stammspieler. 2 gesperrt, 3 verletzt und Knupp in der Schweiz. Der Treffer noch einmal, braucht man da wirklich einen Rudi Völler? Für Sforza beim FCK traten Haber und Brehme in die Bresche und auch Torwart Ehrmann. Ein langer Abschlag und irgendwie symptomatisch. Kunz, zweikampfstärker als Fronzek, einfach bissiger. Ich kann nur sagen, wir haben heute im Prinzip versagt und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Zu ergänzen lediglich das 5:0. Strafstoß von Stefan Kunz. Und das war nicht mal seine letzte Tormöglichkeit. Aber das kann er ja gleich alles selbst erzählen. Du hast vor kurzem gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich die Tore gemacht habe. Ich mache das intuitiv. Aber du weißt doch jetzt noch, wie du den Elfmeter geschossen hast, oder nicht? Ja gut, wenn man aus 11 Metern frei zum Schuss kommt, das kann man sich dann eher merken. Aber ich glaube, wenn man als Stürmer anfängt zu überlegen, dann ist die Chance eigentlich vertan. Das muss man eigentlich aus dem Gefühl raus machen. Ihr habt ja schon einige tolle Spiele gehabt in dieser Saison. Das 3:2 gegen Leverkusen, da sagt Andi Brehme, wir wollen ja jetzt nicht hier zu große Erwartungen schüren, aber ich glaube, wir haben das Zeug zum Meister. Was sagt Stefan Kunz denn heute? Nun, wir sind eigentlich in der Meisterschaftssaison damit gut gefahren, dass wir von Spieltag zu Spieltag gedacht haben. Und das ist vielleicht am besten, wenn wir das dieses Jahr auch tun. Das hört sich immer so diplomatisch an, ja? Du hast in der letzten Saison einen Hänger gehabt, kann man ja so sagen. Jetzt läuft es wieder. Und dann kommen immer die Stereotypen, die man so hört. Ja, also neuer Trainer, neues Glück oder neues Selbstbewusstsein. Was war es denn jetzt? War es wirklich so Stereotyp? Nee, ist auf keinen Fall so. Es ist eigentlich ganz gut, dass man darüber mal reden kann. Zuerst zweifelt man mal selber an sich und versucht zu analysieren, warum das so gewesen ist. Bei mir war es so, ich war das dritte Jahr hintereinander verletzt gewesen und war sicherlich körperlich nicht fit. Dann ging es so weit, dass die
dass die Vorwürfe mir gegenüber auch herangetragen wurden, dass ich die Reizfigur wäre beim 1. FC Kaiserslautern, dass sich an mir Leute reiben oder sich vielleicht auch hinter mir verstecken. Das kann man nie unterscheiden, dieses Neid oder Entschuldigung oder sowas. Dran, oder was? Nee, ich habe das nicht so empfunden und habe dann im ganz kleinen Kreis, damals im Rainer Zobel und auch dem Rainer Geie, auch die Rückgabe meines Vertrages angeboten. Wenn das nun mal die Person Kunz ist, warum es beim FCK nicht läuft, dann wollte ich wenigstens mit mir dem Spiegel ins Gesicht schauen können, wollte dann sagen, okay, dann musst du zugunsten des Vereins halt aufhören. Und wie haben die reagiert? Sie haben gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Ja, und dann war es halt so, dass ich im Urlaub körperliche Defizite ausgeglichen habe, bin dann nochmal 4 Tage mit einem Freund, mit dem Frank Lelle, in die Traube da nach Thurnbach gefahren, habe dort den Rolf Schafschall getroffen, der im Fußball mir immer sehr viel weiterhilft, weil er mich halt sehr gut kennt. Und habe dort die letzten entscheidenden Gespräche geführt. Und so eine Hilfe, oder das ist eigentlich jetzt die Quintessenz, um aus so einem Loch rauszukommen, dass, da ist eigentlich jeder für selbst zuständig. Weil letzte Saison habe ich dann im Mittelfeld gespielt, auch teilweise auf eigenen Wunsch. Das war also gar nicht die Sache vom Rainer Zobel. Und dann habe ich mir irgendwann jetzt in der Pause gesagt, sag mal, du gehst schon aus jeder Verantwortung raus. Du bist nur noch Mitläufer. Ist das eigentlich der Stefan Kunz, den ich selbst kenne? Und das war er nicht. Und dann gibt es 2 Konsequenzen. Entweder man muss dann aufhören, wenn man nicht mehr das Feuer hat, oder man soll sich halt dann nochmal im Kopf ein paar Gedanken machen, und das ist jetzt gut gelaufen. Kannst du es nachvollziehen, was er sagt? Du hattest ja auch mal eine Zeit, wo es in Italien eher schwierig war. Ja, ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, was der Stefan sagt. Es ist so, es kommen Momente vor, wo aus vielen Gründen es einfach nicht so läuft, wie es sollte. Es spielt das Umfeld mit rein, es spielt deine eigene Person mit rein. Es kommt vielleicht, du machst Fehler, die du erst lange später dann eigentlich realisierst. Und auf einmal findest du dich in einem Tief wieder, wo du gar nicht weißt, wie du da rauskommen solltest. Aber ich glaube, diese Phasen, egal wie lange sie andauern, sie sind sehr wichtig. Sie sind sehr wichtig während der Zeitdauer einer Karriere, ich würde mal sagen über 10, 12 Jahre hinweg. Und ich meine, ich habe das dritte Jahr bei Inter Mailand so etwas Ähnliches durchgemacht. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich bin jetzt über ein Jahr schon in Frankreich, dass das vielleicht sogar das wichtigste Jahr war in meiner Karriere, gerade dieses negative Jahr. Du sagst, du brauchst ein bisschen Menschlichkeit, um gute Leistungen zu bringen. Ja gut, aber ich habe in diesem letzten Jahr zu sensibel auf das Umfeld reagiert. Man darf auch nicht im Profifußball dann halt alles. Das wollte ich sagen. Ich meine, ihr müsst euch ja nicht schmusen, eure Mitspieler. Ihr müsst ja, man kann ja sagen, als Profis ist es doch egal. Wenn man weiß, was man kann, geht mal raus und zeigt's. Ja gut, aber ich sage, das war ja auch einer der Fehler, die der Jürgen jetzt eben angesprochen hat. Den muss man bei sich selber finden. Das war ein Fehler, dass ich zu sensibel auf verschiedene Sachen im Umfeld reagiert habe. Und das ist genauso. Ich kann das nur bestätigen von Jürgen. Das ist sicherlich mit mein entscheidendes oder wichtigstes Jahr gewesen. Weil jetzt weiß man dann auch viel besser mit dem momentanen Erfolg umzugehen und weiß dann auch, dass es nicht so weitergeht. Ist das bei dir eigentlich ein Ding, so die Position in der Mannschaft? Du stehst da hinten ja sowieso meistens alleine. Muss ein Torwart nicht viel mehr Einzelkämpfer sein? Ja gut, die Position des Torwarts ist mit Sicherheit eine Position des Einzelkämpfers. Man ist praktisch irgendwo unabhängig von dem ganzen Spiel, was sich da 90 Minuten auf dem Rasen abspielt. Und ich glaube, als Torwart braucht man auch eine etwas andere Mentalität, wie einige Feldspieler sie haben. Man ist Einzelkämpfer und das macht aber auch das Reizvolle am Torwart. Mhm. Wir haben ja gerade schon einiges Amüsantes gehört zum Thema Bremen. Ja, also es werden Gespräche geführt mit Rudi Völler, meine ich. Es werden Gespräche geführt mit Rudi Völler, man telefoniert mit Rudi Völler. Auch Bremen hat schon mit Rudi telefoniert, aber ein Thema ist es nicht. Also wie passt denn das zusammen? Ja, um den Andy Brehme gibt es immer sehr viel Amüsantes, weil er ist einfach ein sehr positiver Typ und hat auch heute mit Eike Immel und Thomas Bertold telefoniert. Also der er ist sehr bekannt und nutzt die Kontakte noch aus, nehme ich an. Du hast gesagt, die älteren Spieler haben jetzt das Schiff wieder in die Hand genommen. Du meintest eher das Ruder. Ja, gut. Das ist alles so ein bisschen überzogen, solche Vergleiche. Aber wir sind jetzt wieder, wir haben wieder eine Wellenlänge und halten ein bisschen mehr zusammen. Und du fühlst dich schon noch so als Kapitän, weil das ist ja noch so, da traust du noch so ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Nee, das nicht. Nach dem letzten Jahr garantiert nicht mehr. Nee, der Trainer hat mich gefragt, ob ich 2. Kapitän mache hinter dem Andreas. Das mache ich nach wie vor ganz gerne. Und auch in meiner Art wird sich da nichts ändern. Aber es ist schon ganz gut, wenn man ein paar Leute dabei hat, die auch mal, die im Rampen nicht stehen und die dann vielleicht auch mal andere Sachen jetzt machen, die von mir schon mal so ein bisschen mit einem komischen Auge beäugt wurden. Sondern jetzt sieht man auch, dass so erfahrene Leute wie der Schiriaco oder auch der Andi oder auch der Michael Lusch, der vom anderen Verein mal kam, dass die eigentlich ähnliche Sachen drauf haben oder auch sowas machen. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, was man früher mal gemacht hat. Mhm.
Du hast in der letzten Saison erlebt, wie dir die Sympathien entzogen wurden sozusagen. Ja. Die Leistung war schlecht. Kann man sich jetzt eigentlich mit dem gleichen Publikum, das einem gezeigt hat, dass nicht der Mensch Stefan Kunz, sondern eigentlich der Leistungsträger Stefan Kunz gefragt ist, kann man sich mit denen noch genauso mitfreuen wie vorher? Ja, mit dem neutralen Publikum auf jeden Fall, weil die Leute haben Recht zu pfeifen, wenn man schlecht spielt. Und nur, was ich nicht mag, sind die Leute, die jetzt auf die Schulter klopfen, die aber dann letztes Jahr auch hintenrum dumm gequatscht haben. Das ist auch so eine Erfahrung, die der Jürgen sicherlich auch gemeint hat. Man lernt dann seine Freunde schnell kennen, weil das geht dann so wie im Herbst mit den Blättern am Baum, die fallen ab und bleiben unten liegen und dann stehst du da alleine mit kahlen Ästen und wie an jedem Winter bleiben da so drei, vier Blätter dran hängen. Vielen Dank für das Bild und für das Gespräch, Stefan Kunz.